Ja, heute geht es um die Vielfalt des Lebens hier auf diesem Planeten. Viele wollen es ja gar nicht wahrhaben, wir sind nicht die Einzigen. Das Leben hat sich über die Jahrmilliarden hier auf diesem Planeten einiges einfallen lassen. Es ist eine Vielfalt von Pflanzen und Tieren, Lebensformen, die notwendig sind, damit dieses hochkomplexe Zusammenspiel auf unserem Planeten funktionieren kann. Profitieren tun wir erstmal, allerdings vernichten wir leider auch sehr viel von diesen Lebensformen, von denen wir viele noch gar nicht kennen, sei es also jetzt in den Tiefen der Ozeane oder in den Regenwäldern. Ja, und das andere Thema ist natürlich das, was wir nicht vernichten, das verdrängen wir gerne, weil wir ja unseren Lebensraum hier immer mehr ausdehnen. Der Mensch ist präsent. Ja, und das ist leider das Problem, weil wir brauchen diese Vielfalt. Wir haben heute den Herrn Professor Michael, Dr. Professor Michael Schrödel hier im Studio zu Gast. Er forscht an Nacktschnecken und ist Artenforscher hier an der Zoologischen Staatssammlung in München. Er wird uns ein bisschen bewusster machen, was wir alles verlieren, wenn wir das Leben in seiner Vielfalt hier verdrängen. Insektensterben, Artensterben. Letztes Jahr war das alles in der Presse. Die Vögel werden weniger. In den Meeren gibt es keine Fische mehr. Mehr Plastik in den Meeren als Fische für das Jahr 2050. Die schlechten Prognosen hören eigentlich gar nicht mehr auf. Ja, und doch bin ich der Meinung, dass das Thema Artensterben oder weniger Biomasse oder Tiersterben oder auch Rückgang des Lebens auf unserem Planeten immer noch grob unterschätzt wird. Ja, warum das so ist und was man dagegen tun kann, das würde ich Ihnen jetzt gern vorstellen im Laufe des Vortrags. Ich darf mich zuerst kurz selber vorstellen. Mein Name ist Michael Schrödel. Ich bin seit frühester Jugend Schneckenforscher und zwar an Nacktschnecken. Und jetzt bitte nicht erschrecken, also ich mache das hauptsächlich im Meer. Ich kümmere mich um Meeresnacktschnecken und zwar auf der ganzen Welt. Landnacktschnecken sind auch spannend, aber dazu vielleicht ein andermal. Ich arbeite an der Zoologischen Staatssammlung München. Das ist eines der größten und besten zoologischen Forschungsinstitute, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der Welt. Zusätzlich bin ich Professor an der Biologischen Fakultät in München, halte auch Vorlesungen über Meeresbiologie. Ja, und ich bin auch Familienvater, was durchaus ein Grund ist, warum ich über das Thema Artensterben ziemlich besorgt bin. Ja. Das ist so das, was ich beruflich mache und auf meinen Reisen durch die Welt, durch sämtliche Meere, auch taucherisch oder auf Schiffen, musste ich feststellen in den letzten 20 Jahren, dass da, wo früher sehr viel Leben war, hat ja immer mehr Ödnis vorherrscht. Dasselbe erzählen die Fischer, die rausfahren und einfach nicht mehr genug fangen, um ihre Familien ernähren zu können. Wenn wir mal im Regenwald unterwegs sind, was wir auch gelegentlich machen, dann werden die Strecken, die man zum Regenwald hinfahren muss, immer länger, damit man durch die Zuckerrohrfelder, durch die Sojaplantagen überhaupt irgendwann mal den Regenwald erreicht. Auch dort geht es den Bewohnern nicht allzu gut, wie man feststellen kann, indem man bloß aus den Luxusressorts rausgeht und ins Landesinnere mal fährt und guckt, wie die Leute denn wirklich leben und wo die Probleme sind. Ja, das alles fand ich ziemlich erschütternd und deswegen mache ich auch Vorlesungen jetzt mehr zum Thema Umweltschutz, nicht nur Nacktschneckenkunde. Und es ergab sich, dass ich im Herbst 2016 gefragt wurde, für die Wissenschaftstage hier in München einen Vortrag zu halten über Korallenriffe, über das Leben da, aber auch über die Gefahren, die es so gibt. Ja, und ich habe gemerkt beim Vorbereiten des Vortrags, dass das halt für mich eine schwierige Sache war, weil ich will ja schöne Bilder zeigen, ich will die Leute ja motivieren. Ich finde es auch gut, wenn Leute in die Natur gehen und sich anschauen, wie schön sie ist. Andererseits, ich sehe halt auch immer, was nicht mehr schön ist. Ja, und das hat sich dann durch den Vortrag durchgezogen und mir ist beim Vortrag eigentlich der Gedanke gekommen, ein Buch zu schreiben, wo die ganzen Natur- und biologischen Probleme einfach mal aufgeschrieben sind, weil ich kannte da keins. Also es gibt natürlich viele Studien zum Thema und auch viele mehr oder weniger detaillierte Berichte, aber so ein kompaktes Buch, wie dann meine Kollegin Vreni Häusermann und ich geschrieben habe, gab es meines Wissens da nicht. Und das habe ich eben gesagt, ja, also man müsste ein Buch schreiben, man müsste dieses Buch, wo die ganzen Probleme, aber auch Lösungen aufgezeigt werden, müsste man im Prinzip an alle Entscheidungsträger schicken, an die Politiker, an die Wirtschaftsvertreter, an die Manager.
Ja, an jedem, der irgendwie mit seinem Geld oder mit seiner Macht was Sinnvolles anstellen kann, dass wir als Lebewesen und die ganzen Lebewesen in der Erde drumherum eine Zukunft haben. Und da haben spontan im Publikum ein paar Leute geklatscht und das fand ich total motivierend. Ja? Ich habe immer gedacht, das interessiert keinen damals, das war bevor Insektensterben etc. in den Schlagzeilen in den Medien waren. Aber das war für mich so ein Aufrüttler, habe ich mir gedacht, ja, das ziehe ich jetzt auch wirklich durch und ich schicke, was immer da als Buch rauskommt, schicke ich auch wirklich dann herum. Und das habe ich ein paar Tage später meiner alten Freundin Vreni Heusemann erzählt. Die hat die Rolex Awards 2016 gewonnen. Das ist in L.A. eine Preisverleihung gewesen, wo die wichtigsten Schauspieler Hollywoods hingehen. Also eine richtig große Veranstaltung, eine große Ehre. Und sie hat den Preis eben gewonnen, weil sie sich seit Jahrzehnten für den Schutz der südchilenischen Fjorde einsetzt. Und das sehr vehement und sehr erfolgreich auch. Und das war so der zweite Kick, den ich erfahren habe. Ja? Also da ist jemand, der arbeitet mit Lebewesen, der arbeitet mit Anemonen, mit Korallen, mit Schnecken und tut es, weil er es richtig findet. Und kriegt dann noch öffentliche Anerkennung und so einen wichtigen Preis verliehen. Da haben wir gedacht, gut, vielleicht ist die Zeit doch wirklich reif, sich wirklich drum zu kümmern. Und dann habe ich die Vreni gefragt, machst du mit bei dem Buch? Hat sie gesagt, jawohl, das ist wichtig und das machen wir. So, das ist die Geschichte zum Buch gewesen. Wir haben uns gedacht, wir machen ein dünnes Buch, was wir dann eben zu den Entscheidungsträgern schicken. Es hat sie wie von selber geschrieben, es ist immer dicker geworden. Statt 100 Seiten sind es dann über 300 geworden. Aber das musste einfach mal gesagt werden aus unserer Sicht. Eine literarische Perle ist vielleicht was anderes, aber es ist ein Inhalt, der uns wichtig war und der jetzt nun mal dasteht. So, ja, was steht da jetzt drin? Was ist das Thema? Das Thema ist Biodiversität, also die Vielfalt des Lebens und wie sie dahin geht. Und das haben wir Biodiversität genannt. Biodiversität, die meisten denken an Artenvielfalt, das ist aber nicht ganz richtig, sondern Biodiversität umfasst die ganze Vielfalt des Lebens. Das geht los bei Individuen, bei der Genetik der Individuen, bei der Lebensweise der Individuen, also welcher Organismus macht was auch im Ökosystem, wird gefressen von anderen Organismen, bietet eben Nahrung, muss sich selber ernähren, ist Teil eines natürlichen Kreislaufes. Ja, die genetische Variabilität, so nennt man das, die Gesamtheit der genetischen Ausstattung sämtlicher Organismen, die es so gibt, ist eine sehr wichtige Sache, denn vielleicht haben Sie schon mal gehört, bei Apfelbäumen, ja, es gibt nicht nur eine Sorte, sondern es gibt natürlich mehrere. Die einen mögen es ein bisschen trockener und wachsen dann noch prächtig, die anderen nicht, etc. Und wenn sich Umweltbedingungen ändern, dann ist es immer gut, eine genetische Variation zu haben, in dem Fall Apfelbäumen, die man anpflanzen will. Wird es trockener, pflanzt man eine Sorte an, die mit Trockenheit besser zurande kommt, etc. Ja, also genetische Vielfalt ist im Prinzip natürlich vorhanden, aber wenn durch Umwelteinflüsse, die schädlich sind, Individuen absterben, kann es irgendwann sein, dass in einer bestimmten Region die und die Apfelbäume eben nicht mehr gibt. Die sind ausgestorben, die sind weg. Vielleicht gibt es ja woanders noch. Ja, dann kann man zur Not eben die Apfelbäume aus anderen Regionen wiederholen, wieder anpflanzen, wenn die Bedingungen es erfordern. Und dann geht das Leben weiter. Leider schaut es bei den wild lebenden Tieren und Pflanzen momentan ganz anders aus. Da kümmert sich der Mensch nicht so drum wie um Kulturpflanzen. Sie haben bestimmt von Insektensterben gehört. Die Beobachtung, dass Windschutzscheiben früher nach einer Fahrt übers Land kaum mehr zu reinigen waren. Mittlerweile kann man stundenlang draußen unterwegs sein mit dem Auto und die Windschutzscheibe ist ja fast ohne Flecken. Das passiert allen, das passiert nicht nur ihnen. Ja, und das ist sehr symptomatisch für unsere Landschaft, wo Insekten um mindestens 70-75% an Zahl abgenommen haben und das in Schutzgebieten. Vielleicht haben Sie auch von der Krefelder Insektenstudie gehört. Diese Studie wurde gemacht in Schutzgebieten, das heißt in den Gebieten, wo man erwarten würde, dass da noch die allermeisten Insekten gibt. Dem ist aber nicht so. Ja, also die Zahl der Wildtiere, ob klein wie bei Insekten oder auch groß, wie Eisbären, Nashörner etc., nimmt ab. Und sie nimmt nicht nur in Deutschland ab, sondern sie nimmt überall ab.
In Europa, auf anderen Kontinenten, überall nimmt die Zahl der Wildtiere ab. Die lokalen Populationen nennt man das, also die Tiere, die in einem bestimmten Raum leben, die sich da auch paaren können und Nachkommen zeugen können, die werden immer weniger und irgendwann ist die Population erloschen. Und dann gibt es vielleicht im Nachbarland oder in einem schönen Naturschutzgebiet ein Stück weiter weg, gibt es dann vielleicht noch Vertreter von so einer Art. Aber irgendwann sind die auch weg, wenn die Bedingungen immer schlechter werden. Ja, und das Ganze führt dann dazu, dass nicht nur die genetische Variabilität und die Zahl der Individuen weniger wird, sondern eben eine Art insgesamt erlöscht. So, und das ist das Tückische bei dem Ganzen. Wenn man in der Biologie Änderungen hat in der Umwelt oder in der Nutzung oder, dann kommen die Organismen, die an die alten Bedingungen angepasst waren im Laufe der Evolution, nicht mehr mit den neuen Bedingungen klar oder werden verdrängt durch andere Organismen, die besser damit klarkommen und ja, sterben. Und Sterben ist, wie wir alle wissen, ein Vorgang, der nicht reversibel ist. Ja, und wenn man sich Arten jetzt als Superorganismus vorstellt, als Gesamtheit der Individuen, die zu einer Art gehören, wenn eine Art mal ausgestorben ist, die kommt nie wieder. Ja, das ist der große Unterschied der biologischen Phänomene zu physikalischen und chemischen Phänomenen. Wenn ich in einem System, nehmen wir mal die Erde, wenn ich die Temperatur aufheize, dann kann ich sie theoretisch zumindest auch wieder abkühlen. Das mag dauern, das mag schwierig sein, aber im Prinzip ist es möglich. In der Biologie, sowohl bei einzelnen Organismen, die sterben, als auch bei Arten, die sterben, ist es nicht möglich. Futsch ist futsch. Ja, und das macht es so bedenklich. Sind Arten mal erloschen, ist die genetische Variabilität von einer Art mal erloschen, dann ist sie weg. Mag man jetzt sagen, das ist nicht so wahnsinnig schlimm, weil die meisten Mücken und etc. Schädlinge, die man so als Mensch bemerkt, wenn man in der Stadt wohnt zum Beispiel, ja, die scheinen ja nicht abzugehen. Ja, wer braucht sowas? Ja, da geht schon los. Also von Mücken leben natürlich eine Vielzahl von anderen Insekten. Oder auch Spinnen. Oder auch Fledermäuse. Oder auch Vögel. Und ja, die Beobachtung hat sich ja schon rumgesprochen. Die Zahl der Vögel nimmt auch ganz gewaltig ab. Und mein Zuhause sind ja die Meere. Ich bin Meeresbiologe. Da schaut das Ganze noch viel dramatischer aus und keiner kriegt's mit. Also, wenn wir in die Meere gehen, da gibt's kleine Algen in unglaublicher Menge im ganzen Ozean. Und diese Algen über Sonnenlicht produzieren Masse, Biomasse und dienen als Futtergrundlage für andere kleine Meeresorganismen, die wiederum werden von Fischen gefressen. Dann kommen die Wale daher und fressen die größeren Tiere im Meer etc. Ja, also das Ganze ist ein sehr komplexes Nahrungsnetz. Ja, was passiert mit so einem Nahrungsnetz, wenn sich die Algen, die Photosynthese machen, wenn die sich ändern? Und genau das passiert momentan in allen Ozeanen. Die Algen, die bis jetzt immer sowohl für uns Sauerstoff produziert haben, als auch für andere Meeresorganismen die Nahrungsgrundlage sind, die werden immer weniger und werden durch andere Organismen ersetzt, die zum Teil giftige Substanzen bilden, also nicht mehr gut als Nahrung dienen. Und im Prinzip ändern sich diese ganzen Netze, diese ganzen Ökosysteme im Ozean ganz dramatisch momentan. Ja, und da hat der Ausfall oder die Änderung in der Häufigkeit von klitzekleinen Algenzellen im Endeffekt dramatische Auswirkungen auf den ganzen Ozean. Und wir alle wissen, ja, es werden immer weniger Fische im Ozean, die Fischerei. Anstrengungen werden immer größer, es werden immer mehr Industrieschiffe in die letzten Ecken der Welt geschickt, aber der Ertrag der Fang wird immer geringer, trotz dieser vermehrten Anstrengung. Es gibt Studien, die sagen, dass 90% der Großfische im Ozean bereits weggefischt sind. Ja, von den restlichen 10% müssen die Fischer dann leben, ja, oder alle, die Fisch auf dem Teller haben wollen, die müssen sich dann halt mit kleineren Fischchen abfinden. Wenn es keine großen Fische mehr vor Europa gibt, was macht die EU? Man sichert sich Fischereirechte vor Afrika. Also im Endeffekt fahren unsere Fischereiflotten jetzt dahin, wo eigentlich Einheimische seit Jahrhunderten selbst vom Fischfang gelebt haben. Ähnlich machen es die Japaner, die fahren nach Indonesien runter und in die Philippinen und fischen die Korallenriffe leer. Also im Endeffekt nimmt man den einheimischen Bevölkerungen die Nahrungsgrundlage weg für unseren Bedarf, den wir haben.
was nichts Schlimmes ist, aber langsam müssen wir schon berücksichtigen, dass die Meere ärmer werden, dass die Nahrungsgrundlage wegbricht. Und selbst wenn es wir auf unserem Teller noch nicht merken, die Einheimischen vor Ort, die merken das sehr wohl schon. Und unterm Strich ändern wir gerade die Welt. Ja, im Ozean habe ich gerade zum Beispiel angeführt, man braucht gar nicht weit weggehen, man kann unsere Böden betrachten. Hier bei uns in Bayern gibt es sehr fruchtbare Erde. Seit der letzten Eiszeit hat sich ordentlich Humus angesammelt. In diesem Humus leben Milliarden von Mikroorganismen, die den Boden fruchtbar machen, die Nährstoffe liefern für Pflanzenwachstum. Ja, wenn man Sorten anpflanzt, die sehr viel Nährstoffe brauchen, schnell wachsen, viel Ertrag liefern, wie das heutzutage ja passiert, dann werden die Böden ausgezehrt. Das kann gar nicht mehr alles schnell genug nachgeliefert werden, was die Pflanzen an Nährstoffen braucht. Deswegen gibt man zusätzlich Stickstoffdünger auf die Böden. Wenn Pflanzen in Monokulturen angepflanzt werden, das wissen Sie alle, dann kommt irgendwann ein Schädling und freut sich, dass da so viel Futter ist. Also, was macht die Landwirtschaft? Natürlich spritzt man dann Insektizide in so einem Fall, wenn es ein Insekt ist. Oder man will ja auch den Boden nicht immer mit schwerem Gerät bearbeiten müssen, sondern wenn man sät, will man gute Bedingungen für die Saat haben. Und da ist es doch sehr einfach, das altbekannte Glyphosat vorher auf den Acker aufzubringen. Das macht alle Pflanzen platt, die man dann nicht haben will, als Nahrungskonkurrenten in dem Fall für die Kulturpflanzen. Ja, und dann pflanzt man die Saat und wenn man nach Südamerika geht, da ist es noch ein Stück weiter, da gibt es genveränderte Saaten, die kann man pflanzen und danach kann man das Glyphosat in rauen Mengen drüber schütten und im Endeffekt schadet das den Kulturpflanzen nicht, aber macht alle anderen Konkurrenten platt. Ja, und weil das so schön alles funktioniert, sind die Erträge der Landwirtschaft gestiegen. Aber was machen Pflanzengifte? Natürlich töten sie irgendwas. Sie töten Pflanzen, sie töten Insekten, es werden Fungizide, also Antipilzmittel gesprüht. Im Boden gibt es aber viele Pilze, die sind gut, die machen den Boden fruchtbar. Das alles geht dabei kaputt, wenn man so viel Gifte auf die Äcker sprüht und über kurz oder lang werden die Böden immer ärmer. Der Humus geht verloren, wird nicht mehr gescheit umgebaut. Der Boden wird sensibel, die Struktur geht kaputt des Bodens, des normalen Gefüges, so eine Krümelstruktur, wie man es in manchen Gärten hat, ja, die geht verloren, der Boden hält nicht mehr gescheit zusammen, jeder Windstoß nimmt Erde weg, jeder Regenguss spült Erde weg. Und natürlich nicht nur Erde, sondern auch die Gifte, die sich im Boden abgelagert haben, die Nährstoffe, die im Boden waren, das alles fließt via Gewässer, ja, in die Flüsse, am Schluss in die Ozeane, macht dort sauerstofffreie Zonen. Alle sämtliche großen Flüsse der Welt haben vermutlich schon irgendwo an ihrem Ausfluss eine Zone im Meer, wo einfach so viel Dreck vom Acker oder organische Stoffe drin sind, dass es zu Sauerstoffzehrung kommt, dass der Sauerstoff, der im Meerwasser gelöst ist, nicht mehr reicht, um Leben, so wie wir es kennen, zumindest zu erhalten. Ja, und dann stirbt großflächig alles ab. Ja, also das waren jetzt bloß ein paar Beispiele, die ich da gebracht habe. Wir verändern gerade die Welt. Zum Thema Arten zurückzukommen. Ja, wie viele Arten sterben denn nun dadurch, dass wir die Umwelt massiv verändern, ob jetzt berechtigt im Einzelfall oder nicht? Ja, und das ist eine ganz schwere Frage. Dazu müsste man nämlich wissen, wie viele Arten gibt es denn eigentlich auf der Welt? Und ich will jetzt mal bloß von Tierarten reden. Also man schätzt oder man weiß, dass ungefähr 1,5 Millionen Tierarten auf unserer Erde existieren. Die haben wir benannt, die haben wir gefunden, beschrieben und eben mit Namen versehen und die stehen in Listen. Und das ist ein grober Anhaltspunkt. Also 1,5 Millionen Arten, Tierarten weltweit sind der Wissenschaft bekannt. Jetzt gibt es aber viele, viele Studien, die sagen, wo immer Fachleute hingehen und versuchen in ihrer Tiergruppe, zum Beispiel ich bei Nacktschnecken, wenn ich irgendwo Nacktschnecken suche im Meer, ich finde die Arten, die schon beschrieben sind, zum Teil wieder. Ich finde aber auch immer einen gewissen Prozentsatz von Arten, die noch niemand beschrieben hat, also neue Arten. Und das können bei Schnecken 20-80% sein. An vielen Stellen, wo schon andere vorher gesucht haben, da finden wir so 20% neue Arten ungefähr. Ja, das sind dann auch meistens kleine Arten, nicht die allergrößten, die sind meistens schon vorher bekannt. Aber wenn wir in tiefere Gewässer gehen, wenn wir Tiefseeproben haben und ungefähr die Hälfte der Weltoberfläche ist Tiefsee,
Wenn wir dahin gehen, da sind bis zu 80% aller Arten, die wir ans Schiff dann holen, an Deck holen, sind neue Arten bei Schnecken. Ja, also der Eindruck drängt sich unweigerlich auf, dass wir, obwohl wir seit Hunderten von Jahren die Welt erforschen und natürlich auch Tierarten beschreiben als Wissenschaft, immer noch relativ wenig Ahnung haben, wie viele Tierarten es eigentlich gibt. Ja, also wenn man das jetzt so als Hausnummer nimmt, bis zu 80% der Arten, die wir finden, sind neu, dann kommen wir ja im Prinzip auf das 4- bis 5-fache von diesen 1,5 Millionen Arten, die ich jetzt erwarten würde, gibt es auf der Welt. Ja, und da in vielen anderen Tiergruppen gibt es ebenso Erfahrungen wie die, die ich jetzt gerade geschildert habe, und die Expertenschätzungen mit verschiedenen Methoden kommen eigentlich zum Schluss, dass es mindestens 5 Millionen Tierarten auf dem Planeten geben muss. Wahrscheinlich eher 10 Millionen oder sogar 20 Millionen. Und manche Experten schätzen sogar noch 100 Millionen Tierarten auf der Welt versus den 1,5 Millionen, die man schon kennt. Ja, ich habe am Anfang mich immer dagegen gewehrt, solche Zahlen als realistisch anzunehmen, weil das würde ja bedeuten, dass wir gar nichts wissen. Ja, aber im Endeffekt ist es so. Ja, alles, was bis jetzt erforscht wurde, gibt uns Grund zur Annahme, dass vielleicht 5 Millionen Tierarten existieren, wovon wir nur 1,5 Millionen kennen. Also über was reden wir eigentlich die ganze Zeit? Naja, über die großen Arten vielleicht, über die Arten, die leicht zugänglich sind. Ja, aber was machen denn all die anderen? Sind da vielleicht wichtige Arten dabei, die chemische Substanzen haben, die wir dringend brauchen im Kampf gegen Krebs zum Beispiel oder gegen Infektionen? Viele Tierarten leben irgendwo und können nicht wegkriechen. Ja, die sind sogenannt sessil und die müssen sich wehren. Die müssen sich gegen Bakterien wehren, gegen Viren wehren, gegen Fressfeinde, die angekrochen kommen und sie sonst wegknappern würden und dann wäre nichts mehr übrig. Also viele dieser Tiere, die nicht sich fortbewegen können, haben ganze Arsenale von biologisch aktiven Substanzen. Und sterben diese Arten aus, dann sind solche Substanzen weg für immer, unwiederbringlich. Wollen wir uns das wirklich leisten als Menschheit? Aber gut, das ist nur ein so ein Aspekt. Zurück zu den Tierarten. Also, niemand weiß, wie viele Tierarten es wirklich auf der Erde gibt. Ich fände es allerhöchste Zeit, das mal festzustellen. Deswegen rege ich zusammen mit anderen Kollegen ja auch eine Gesamtinventur der Tierarten auf dem Planeten an. Wir haben dazu eine Petition auf www.change.org und dann /Artensterben. Ja, also wenn Sie wollen, dann lesen Sie sich mal durch, was wir da zu fordern haben. Und ja, wir würden uns freuen, wenn Sie das unterschreiben würden und wenn Sie das auch weiter verbreiten, diesen Gedanken. Wie können wir als ja doch relativ hochentwickelte Lebewesen auf der Welt, die uns die ganze Welt untertan machen, wie können wir darauf verzichten, wissen zu wollen oder zu wissen, welche anderen Lebewesen es mit uns auf der Erde gibt? Die Frage an sich ist mir schon klar, aber die Antwort, die Gesellschaft gibt, nämlich, naja, so wichtig wird es alles nicht sein, zumindest kümmern wir uns nicht aktiv drum, das ist für mich absolut inakzeptabel. Ja, weil wir sind die neugierigen Menschen. Menschen sind überhaupt nur evolviert so hoch, weil sie neugierig waren, weil sie mit der Umwelt besser klarkommen wollten als so manche Viecher, die einfach gut klarkommen oder eben aussterben. Ja? Also wir Menschen sind nur Menschen, weil wir immer neugierig waren. Und jetzt plötzlich soll das stoppen? Wie gesagt, das ist für mich inakzeptabel. Zurück. Ja, wir wissen, dass wir nichts wissen. Das ist so das Fazit von der kleinen Abhandlung jetzt zum Thema, wie viele Arten gibt es auf der Welt. Zurück zum eigentlichen Thema. Ja, und wie viele davon sterben jetzt aus? Sie können sich schon vorstellen, dass das schwierig zu beantworten ist. Wir wissen ja nicht mal, was da ist. Wie sollen wir denn wissen, was ausstirbt? Aber es gibt natürlich Schätzungen. Die Schätzungen sagen, weltweit sterben pro Jahr 20.000 bis 50.000 Tierarten aus. Ja, das ist schon eine ganz gewaltige Anzahl. Ja? Wenn das nur kleine Tiefseeschnäckchen wären, die nie jemand zu Gesicht bekommt, möchte man meinen, naja, vielleicht gar nicht so schlimm. Die Zahl bezieht sich aber auf sämtliche Lebensräume, die wir kennen, auf Ackerböden, auf Regenwälder. Regenwälder sind natürlich ein extrem artendiverses Ökosystem. Ja, gibt es auf mehreren Kontinenten, gibt es auch verschiedene Arten jeweils. Das Gemeinsame an diesen Regenwaldhabitaten ist, sie gehen zurück, weil wir Menschen
Brandroden, weil wir Holz nutzen, weil wir Platz für Acker, für Sojaanbau, hauptsächlich für Ölpalmen brauchen. Ja, man schätzt, auch da gibt es keine genauen Zahlen, dass ungefähr die Hälfte des weltweiten Regenwaldes schon kaputt gemacht ist, platt gemacht von uns. Und pro Jahr denkt man, dass ungefähr 1% des Restregenwaldes auch noch drauf geht. Ja, das kann man sich so ausrechnen, na gut, dann ist in 50 Jahren vielleicht noch die Hälfte da oder so. Das sind ja alles bloß ganz grobe Angaben. Man könnte aber auch meinen, okay, wenn die Ackerflächen immer weniger Ertrag liefern mit immer mehr Energie und Spritzmittel und Düngeraufwand, vielleicht schreitet der Regenwaldabbau viel schneller voran. Vielleicht entdecken die Menschen, dass sie immer mehr neue Handys brauchen, wo seltene Erden drin sind. Die gibt es erwiesenermaßen hauptsächlich in Regenwaldböden, die Vorkommen, die man kennt. Ja, vielleicht beschließt die Menschheit, diese Rate von 1% Regenwaldabholzung pro Jahr sukzessive zu erhöhen. Und dann kann man so ein paar Finger abzählen, wie viele Jahrzehnte uns noch bleiben, bis außer ein paar größeren Schutzgebieten die Regenwälder futsch sind, mitsamt den Millionen von Tierarten, die da drin mit ziemlicher Sicherheit leben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja? Gut, eine andere Zahl vielleicht, die interessant ist, also weltweit beschäftigen sich Taxonomen, das sind Artenforscher, damit Tierarten zu beschreiben und auch bestimmbar zu machen. Und diese Taxonomen, die nenne ich jetzt einfach mal wir, weil ich auch einer bin, wir beschreiben pro Jahr bis zu 20.000 neue Tierarten weltweit. Ich habe vorher erwähnt, vielleicht gibt es noch 5 Millionen neue Tierarten zu entdecken. Das ist eine eher konservative Schätzung. Das würde ja bedeuten mit den 20.000 neuen Arten pro Jahr, dass wir Taxonomen noch 250 Jahre beschäftigt wären, um die ganzen neuen Tierarten zu beschreiben. Ja, dann denke ich mir, naja, das ist eine ziemlich lange Zeit. Und vor allem denke ich mir, und wie hoch sind denn die Aussterberaten? War da nicht was zwischen 20 und 50.000? Ja, und dann gibt es eben zwei Kurven, die sich annähern und irgendwann schneiden werden. Die Kurve, wie wir Arten beschreiben und die Kurve, wie die Arten abnehmen werden. Dann kann man sagen, in 50 bis 100 Jahren ist unser Job als Taxonomen erledigt, weil wir nichts mehr finden werden, was wir beschreiben können. Ja, das sind alles nur grobe Schätzungen. So wäre es, wenn die Beziehungen linear wären, ja, wenn alle Raten gleich bleiben über die Zeit. Aber dem ist ja überhaupt nicht so. Wir Menschen werden immer mehr. Wir sind jetzt 7,5 Milliarden. Wahrscheinlich wird die Menschheit irgendwann 11 Milliarden erreichen. Und die Bedürfnisse werden nicht geringer. Wir in unseren Wohlstandsstaaten, wir bräuchten 4,5 Planeten, um unseren Lebensstil zu halten. Die Ressourcen von 4,5 Planeten. In Nordamerika bräuchten die Einwohner schon 8 bis 9 Planeten, um ihren Lebensstandard zu halten. Was ist, wenn die Inder, die Chinesen etc., die momentan recht bescheiden noch leben im Durchschnitt, wenn die auch ähnliche Ansprüche stellen? Und das tun sie natürlich. Ja, wie lang werden dann die Ressourcen reichen? Wie schnell wird man die letzten natürlichen Lebensräume, die es noch gibt, plündern? Also ich bin da leider sehr pessimistisch bei solchen Dingen. Und das zieht sich auch durch unser Buch durch, ja, dass wir versuchen, die Menschen aufzurütteln. Es kann so nicht weitergehen. Es sterben ja nicht nur Arten aus, sondern eben auch die Böden, die Lebensräume, unsere Nahrungsgrundlage geht kaputt. Und wer jetzt sagt, na gut, dann esse ich eben irgendwas, was dann noch gibt. Man muss immer denken, die reichen Menschen, die werden sich schon irgendwie leisten können, auch aus Erdöl noch irgendwas zu synthetisieren, was wir als Nahrung verwenden können. Ja? Aber das geht sicher nicht für die gesamte Weltbevölkerung. Das geht nur für einen kleinen Teil davon. Und das ist der Gedanke daran, ist mir unerträglich, dass wir relativ ruhig zusehen, hier in unserer Wohlstandsinsel, wie im Prinzip die natürlichen Ressourcen dramatisch weniger werden, dramatisch schlechter werden. Und wir uns über die nächsten paar Jahrzehnte denken, in dem Glauben, naja, uns betrifft es ja gar nicht so. Also mich betrifft es, weil ich ein Tierforscher bin. Ich will nicht, dass Arten aussterben. Ich will auch überhaupt nicht, dass Arten weniger werden. Ja, das finde ich unerträglich, den Gedanken, muss ich sagen. Ich weiß, dass es so ist. Aber ich will mich trotzdem nicht damit abfinden. Ja, und ich denke, viele Menschen, die solche Gedanken, die ich jetzt gerade äußere, ein bisschen in sich einwirken lassen, die denken, wir haben kein Recht dazu, die Erde kaputt zu machen. Wir haben kein Recht dazu, unwiederbringlich Arten auszurotten. Das darf eigentlich nicht sein. Und wenn es passiert, dann passiert es eben. Aber trotzdem muss man sich bemühen, dass es besser wird, dass es nicht mehr passiert.
Ja, wobei wir bei den Lösungsmöglichkeiten wären. Es gibt unendlich viele. Wir haben in unserem Buch auch eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. Und als wir das so aufgeschrieben haben, ist mir bewusst geworden, also natürlich kenne ich die Vorurteile. Ja, wir müssen unseren Lebensstil ändern. Das klingt sofort bitter nach Verzicht. Das klingt bitter nach, aber die anderen machen es doch auch. Das klingt bitter nach, oh, das wird aber teuer. Als wir das aufgeschrieben haben, habe ich gemerkt, die meisten Punkte, die man hier in Europa zumindest umsetzen kann, die sind überhaupt nicht teuer. Im Gegenteil, manche sparen sogar Geld. Manche machen das Leben auch einfacher. Ja, ich gebe ein paar Beispiele. Also natürlich, niemand will auf was verzichten, das hört man immer so. In Wahrheit sind Menschen aber sehr wohl bereit, auf Dinge zu verzichten, wenn sie wissen, wofür sie darauf verzichten. Für mich ganz wichtig, wenn ich die Welt als eine bessere Welt erhalten kann, dann bin ich persönlich zum Beispiel bereit, kein Fleisch mehr zu essen. Das muss jetzt nicht jeder machen. Ja? Das ist ein ganz heftig diskutiertes Thema. Ja? Es müssen nicht alle Menschen Vegetarier werden, aber die sich mit dem Gedanken anfreunden können, die würden einen großen Schritt in die richtige Richtung gehen, wenn sie auf Fleisch und Fleischprodukte verzichten würden. Wie gesagt, muss ja nicht jeder machen. Wir sind da recht pragmatisch. Ja? Sollen sich die anderen streiten? Ich erwähne einfach nur, dass das sinnvoll wäre, weil Tiere natürlich Pflanzen fressen. Und es wäre doch viel besser und energetisch besser, wenn wir als Menschen selber die Pflanzen essen. Das ist ja logisch. Ein großer Fortschritt wäre auch, wenn möglichst viele Menschen auf biologische Produkte umsteigen. Denn die konventionelle industrialisierte Landwirtschaft ist ja erwiesenermaßen Artenkiller Nummer 1 global. Denkt man nicht so, wenn man hier durch die Äcker streift, ja, die schauen ja irgendwie auch schön nach Leben aus und die Rapsfelder blühen und ich mag auch Sonnenblumenfelder sehen. Aber leider insgesamt wird hauptsächlich Viehfutter produziert auf solchen Äckern. Es wird hauptsächlich die Grundlage für erneuerbare Energiekraftstoffe geschaffen. Ob die dann wirklich erneuerbar sind, ist die Frage. Wenn nämlich die Böden dann ausgelaugt sind, dann ist es eben nicht mehr erneuerbar. Also unterm Strich, es geht um maximalen Profit in möglichst kurzer Zeit. Bei biologischer Landwirtschaft im Gegensatz geht es um Dauerhaftigkeit, geht es um Nachhaltigkeit. Mögen manche sagen, ja, aber das ist ja eben nicht billiger, die biologische Landwirtschaft. Weiß jeder, dass Bioprodukte teurer sind als konventionelle Produkte. Also erstens stimmt es nicht. Ich habe auch schon Supermärkte gesehen mit Biotomaten, die billiger waren als ganz normale Ware nebenan. Und trotzdem haben die Leute die ganz konventionellen Tomaten gekauft. Ja? Einfach weil das in den Köpfen drin ist. Bioprodukte sind teuer, muss überhaupt nicht sein. Zum anderen kommt ein Punkt dazu, warum sind denn biologische Produkte teuer? A, weil sie in kleinen Mengen angebaut werden, das stimmt, ja. Aber B auch, weil völlig falsch subventioniert wird bei uns. In unserem Landwirtschaftssystem bekommen die einen Haufen Geld, die möglichst viel, unter möglichst hohem Energie- und Giftaufwand anbauen. Ja, die werden belohnt dafür, dass sie mengenmäßig viel produzieren, die Biolandwirte nicht. Natürlich sind dann solche Massenprodukte insgesamt billiger. Ja? Das kann man auch noch weiter treiben, ja. Was wäre denn, wenn Umweltkosten eingepreist würden, was ich eigentlich ziemlich selbstverständlich finde? Wieso darf die konventionelle Landwirtschaft Gifte auf Äcker ausbringen, die Böden zerstören, die Gewässer verschmutzen, die im Endeffekt in Meeren solche sauerstofffreien Zonen verursachen, helfen? Das alles hat einen Preis, einen Umweltpreis. Ja, wieso dürfen Stoffe ausgebracht werden, die im Endeffekt unser Trinkwasser teurer machen, weil das nämlich aufwendig gefiltert werden muss. Wieso dürfen Äcker mit Gülle getränkt werden, wo Lachgas frei wird, wo Stickoxide frei werden, die dann in die Atmosphäre dünsten und den Klimawandel verstärken? Ja, das hat alles keinen Preis. Auf die Äcker raus, fertig. Ja, und am Schluss steht die Massenware, die konventionell hergestellt wird, als gut und günstig da und die biologischen Produkte als teuer und für verschrobene Einzelgänge. Das liegt am System, wie unsere Landwirtschaft gelaufen ist über lange Zeit und endlich beginnt sich da ein bisschen was zu lockern. Bei Politikern, bei Landwirten auch, die natürlich Angst haben. Ich mache keine Vorwürfe an Landwirte, die
die sagen, ja, aber wie soll ich denn das alles machen? Und ich habe in Maschinen investiert. Ich sage auch nicht, dass es jeder machen muss. Ich sage nur, in diese Richtung muss es gehen. Landwirtschaft, so wie sie heute betrieben wird, ist Artenkiller Nummer eins. Und natürlich auch Klimaverschmutzer. Und zwar ein sehr gewaltiger Klimaverschmutzer. Ja, das muss man sich einfach mal kühl überlegen. Jetzt habe ich ein paar Mal das Stichwort Klima fallen lassen. Die meisten Menschen, die man so fragen würde, würden sagen, wenn sie gefragt würden, was ist denn das größte Umweltproblem unserer Zeit, dann würden die meisten sagen, der Klimawandel. Ja, da kann ich schon zustimmen. Längerfristig betrachtet ist Klimawandel ein großes Problem, ein dramatisches Problem vielleicht. Ich will aber hinzufügen, kurzfristig betrachtet ist diese biologische Krise, von der ich die ganze Zeit rede, diese noch sehr versteckte biologische Krise für die meisten Menschen, ist ein viel schlimmeres Problem. Warum? Weil sie schneller kommt, weil sie praktisch unbeachtet noch ist und drittens, weil sie irreversibel ist. Wir alle brauchen Nahrungsmittel. Die ganze Menschheit braucht Nahrungsmittel. Wenn die Ozeane, wenn die Böden, wenn die Landwirtschaft, wenn die Wälder nicht mehr funktionieren, wer soll uns diese Ernährung bieten? Niemand. Wir brauchen Medikamente. 40% der pharmazeutischen Produkte, habe ich mal gelesen, stammen mehr oder weniger direkt aus dem Regenwald. Ja, das, wenn die Regenwälder weg sind, kommt nichts Neues mehr dazu. Und so weiter und so weiter. Ja, also sehr viel von diesen Gedankengängen stehen im Buch drin. Ich kann das jetzt nicht einzeln ausführen. Vielleicht nochmal, was wir tun können. Ja, also der erste Schritt ist immer Information. Sowohl schaffen als auch aufnehmen. Ja, sich informieren. Der zweite Schritt wäre begreifen, wie wichtig die Sache ist und dass Änderungen sein müssen. Und der dritte Schritt ist natürlich der wichtigste, nämlich zu handeln. Handeln müssen wir alle über kurz oder lang. Das muss uns bewusst werden. Ob wir durch Einsicht sukzessive unseren Lebensstil ändern, uns vielleicht auch mal mit Second-Hand-Ware zufrieden geben, statt einem neuen Auto eventuell mal eine Hausfassade, Wärme dämmen oder einfach mal bei einem alten Auto bleiben noch eine Weile, kann neues kaufen, jedes Jahr oder alle 2 Jahre. Diese kleinen Dinge plus unsere Ernährung zumindest auf Bio umstellen und möglichst, früher haben wir auch einmal in der Woche nur den Sonntagsbraten gehabt. Ja? Die Leute haben offensichtlich auch ganz gut gelebt. Wer sagt denn, dass das sein muss? Vieles ist Gewohnheit und Gewohnheit kann man ändern, wenn man den Sinn drin sieht. Was kann man noch ändern? Wir als Forscher müssen die Leute mit Informationen versorgen. Das ist als Taxonom, als Artenforscher durchaus schwierig, weil von uns gibt es nicht sehr viele. Früher waren an allen Unis, in den zoologischen Instituten, waren viele Taxonomen, die sich in vielen Tiergruppen auskannten und da geforscht haben. Heutzutage gibt es an den Unis fast keine Taxonomen mehr. Die gibt es nur noch in solchen Museen, in denen ich arbeite. Ja, und wie sollen immer weniger Taxonomen mit immer mehr Problemen und immer mehr zu entdeckenden Tierarten fertig werden? Ja, das kann alles nicht funktionieren. Und natürlich weiß ich als Taxonom, wir brauchen viel mehr davon. Wir sollten möglichst schnell möglichst viele Tierarten beschreiben. Wir sollten das der Öffentlichkeit zeigen, was es alles Tolles an Leben noch gibt. Ja, wir sollten alle Tiere mit Namen beschreiben. Wir sollten, ja, wie sollen wir denn was schützen, wo wir gar nicht wissen, dass es existiert? Das ist den meisten Leuten nicht klar zu machen. Also unsere Wissenschaft, die beschreibt, was da ist, die zeigt, was es gibt und auch zeigt, was zu verlieren ist. Ja, die ist extrem wichtig, gerade in diesen Zeiten. Und vielleicht ist momentan so ein Umdenken in der Politik auch im Gange. Ich weiß es nicht, in Zahlen habe ich noch nichts gemerkt. Ja, es heißt immer, man muss die Artenforschung fördern, hauptsächlich gemeint und besser verkäuflich nach außen ist. Man muss den Artenschutz fördern. Aber das zentrale Argument, wie will man denn irgendwas langfristig und sinnvoll schützen, wenn man gar nicht weiß, was es da gibt? Ja, das ist ein altes Argument, aber es funktioniert immer noch. Ja, um das ein bisschen voranzutreiben, bin ich jetzt dabei, eine private Forscherfirma zu gründen, eine Firma für Taxonomen, eine gemeinnützige Firma. Und ein paar Leute haben schon gespendet für diesen Zweck und da wäre ich natürlich sehr, sehr dankbar, wenn sich da mehr Leute bereit erklären würden, für solche Forschungszwecke ein bisschen was zu spenden. Auch ein Teil des Erlöses von den Büchern geht in diese Forscherfirma und hauptsächlich kommt es Nachwuchsforschern zugute.
Und das ist unsere Zukunft. So, am Schluss dieses sehr noch oberflächlichen Vortrags möchte ich noch auf ein paar ganz bekannte Irrtümer eingehen. Ja? Also, ich habe das Wort, das haben Sie bestimmt auch schon gehört, enkeltauglich immer im Sinn. Ja? Wir brauchen eine enkeltaugliche Welt, die hätte ich auch gern. Allerdings wäre ich, wenn ich von der biologischen Seite drauf schaue, wäre ich schon froh, wenn wir eine kindertaugliche Welt irgendwie hinkriegen würden. Ich wäre sogar schon ziemlich zufrieden, wenn auch in meinem höheren Lebensalter dann noch einigermaßen alles so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Also die Zeitperspektive, die meisten Menschen haben, durchaus auch von den Klimawandelgeschichten, von dem Pariser Abkommen, das zählt ja fürs Jahr 2100 das Klimaziel. Ja? 2100 ist auch für mich total weit weg. Vielleicht erleben das auch meine Kinder gar nicht mehr, ich weiß es ja nicht. Ja? Aber diese Ziele, die so weit in der Zukunft sind, haben anscheinend nicht das Potenzial, die Menschen wirklich anzutreiben und zum Handeln zu bewegen. Ziele, die für einen selber noch gelten oder für die direkten Nachkommen, die mögen mehr bewegen. Ja, und dazu ist ein anderer Aspekt, dazu eignen sich biologische Themen sehr gut. Denn die Biokrise wirkt kurzfristig schon, die wirkt jetzt schon, wir merken es ja schon. Ja? Und die wirkt in 10, 20 Jahren so stark, dass wahrscheinlich keiner mehr darüber hinwegsehen kann. Also warum nehmen wir nicht diese biologische Krise, das Artensterben, zum Anlass, um uns endlich zusammenzureißen, um endlich unsere eigene Lebensweise umzustellen, um endlich die Menschen zu fördern, die sich darum kümmern, dass unser Planet für alle bewohnbar bleibt. Ja, also die biologische Krise als Chance nutzen, was Gutes zu tun für unser aller Zukunft. Das wäre im Prinzip mein dringender Wunsch. An alle, an Sie, und erzählen Sie es weiter. Vielen Dank.